So viel dazu. Das klang nicht so prickelnd. Kapitel 8. So. Damit auch Hello in YouTube. Willkommen zurück zu Resi 4. Genau. Empfang haben wir jetzt anscheinend keinen mehr. Hier haben wir Ashley gerade verloren. Und jetzt müssen wir Ashley finden. Vielleicht spielen wir dann auch noch sie. Wäre so Standardding hier, ne? Bist du eine Blume? Ich bin eine Biene. Komm, hier muss es doch irgendwas geben. Nix. Na gut. Dann. Haja. Pistolenmunition. Noch ein Shen-Kristall. Ach, guck mal, ist das die Tür? Harter Tag. Was, Fender? Servus. Was hast du denn heute? Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fender. Angebot, Meister. Ah, ich rutsche mal noch ein bisschen hinter, sorry. Und das mir immer noch. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Nee, will ich auch nicht. Finde Schätze und so. Die kann ich zur Not auch googeln. Schießpulver brauchen wir auch nicht. Ich glaube, zwei solche Diamanten habe ich schon, ne? Also zur Not. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Ich habe erst einen? Ich dachte, ich habe zwei. Ich kaufe fast alles. Schade. Dich könnte ich mal verkaufen. Aber na gut, momentan. Lässt sie sich verkaufen? Kann ich die eigentlich. Müsste ich die eigentlich da mal verkaufen? Noch neue Waren, die dich interessieren können. Ja. Blacktail, nee, Riots, Dinger. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Eine Schutzweste, die den Träger vollständig vor einem einschlagenden Projektil oder Explosion schützt, sowie in Nahkampfbegegnungen den Schaden reduziert. Haltbarkeit kann vom Händler wiederhergestellt werden. Lohnt sich das? Die Schussweste? Schutzweste? Die Frage ist halt, wie viel es dann immer kostet. Ach komm, scheiß drauf. Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Ach, hab mir noch immer schönen Dank. So, du bist schön und gut, aber dich brauchen wir noch nicht so. Ich stirb. Muss jetzt mal kurz gucken. Edelsteine einsetzen. Stimmt, den kann ich da gar nicht einsetzen. Dann könnte ich die ja entspannt mal verkaufen. Die Seidenkristalle. Mir da draußen nicht weg. Du Witzbold. So, wie schaut's denn hier jetzt aus? Also für die Magnum habe ich gar keine Muni, dann kann ich die jetzt auch mal wegpacken. Dann ist nur die Frage, nehme ich jetzt dich mal wieder mit? Für dich habe ich 5 Schuss. Für die MP habe ich auch nichts, ne? Nee. Na, nehmen wir dich mit. Katsching. Nehme ich Zielfernrohr auch mal mit. Ja, komm, kann ja nicht schaden. So, jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken. Ich habe jetzt nur großen Rohstoff. Da kann ich herstellen. Keine Flintenmunition. Nur MP oder Gewehr. Wie viel Dings habe ich? 26. Dann probieren wir das einfach mal so. Zack. Ja, wir probieren das jetzt so. Katsching, katsching, katsching. So. Mach's schön gut, Meister. Bis zum nächsten Mal. Hier hoch, ne? Haja.
Oh, Spinell, geil. Flintmunis, auch geil. Ich habe jetzt nur zwei Messer, echt? Ah, ne. Ah ja, hier zwei Küchenmesser und dann noch ein Stiefelmesser. Okay. Also alles entspannt. Wenn da schon wieder solche Kackketten hängen. Okay. Nee, du. Ist das hier die eine Tür, die nicht aufging? Nee, es ist die nächste Tür, die nicht aufging. Keine Chance. Naja, gucken wir uns das Ding halt mal an, hä? Das ist einfach krank. Ja. Ja, das fehlt in Las Plagas Virus. Muss ich jetzt hier noch runterspringen oder was? Scheinbar. Na gut, ich habe ein paar Blendgranaten. Was soll schon passieren, ne? Okay. Bringe die karmesinroten der Flamme. Was? Die karmesinrote Flamme da. Die Stimme der Seuche wohnt in der Flamme. Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort und es soll erleuchtet und der Weg offenbart werden. Mein Gott, entspannt euch doch mal. Okay. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Hat der eine Mütze auf, bestimmt, ne? Sorry für die Störung. Verdammt, was ist los? Weg mit dir, mein Messer spare ich mir. Ah, Scheiße, mein Kopf. Ah ja. Lass mich in Frieden, du Pisser. Komm schon. Weg mit euch. Weg mit euch. Sorry, keine Absicht. Fucking hell, da war ich zu langsam. Oh, shit. Oh. Okay. Angriff von oben. Das Problem ist halt, dass ich dir... dass die nur Schaden nehmen, wenn sie die Fresse offen haben. Geht nicht auf. Ja, mit der Notiz. War er
das? Aha. Ah, verdammte Kacke, weg mit dir. Verdammt, was ist los? Wirf das Ding jetzt. Das wird laut. Alter! Jetzt kommen die schon gesprungen hier oder was? So eine Kacke. Kulissenrobe. Gebietsgesehen, diese Gegner stärken andere in der Nähe. Toll. Ganz toll. Wirklich. Das ist einfach krank. Ich meine, ich überlege jetzt gerade, ob ich die Waffen nochmal wechsle, weil mit der komme ich hier nicht weit. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den von hier, den hässlichen Spinner. Kann er nicht durchschießen, oder? Sorry für die Störung. Verdammt, was ist los? Ich hab doch... Okay, das ist erstmal ein Punkt, wo ich mir denke, fuck off, Alter. Sieht mir den Shit bitte mal. So. Zubehör, TMP, sehr schön. So, und jetzt stellst du mir mal noch ein bisschen MP-Money her. So. Ein Abfuck. Das ist einfach krank. Ja, kann man sehen, rote Flamme, bla bla bla, lass mich in Frieden. So, jetzt legen wir los hier, Meister. Sorry für die Störung. Mir geht's gar nicht gut. Weg mit dir. Geht aufs Haus. Na toll, es hat Fett. Oh, Scheiße, mein Kopf. Yeah.
Jetzt wirf doch was, verdammte Kacke. Huch. Echt jetzt. Warte noch. Hau rein. Dankeschön. Wie viel denn noch von den Scheißviechern? Ist doch mal gut jetzt hier. Alter. Haben wir es jetzt? Okay, ich habe tolles Zeug bekommen. Oh. So, wenn ich jetzt am besten sterbe, ne, dann raste ich aus hier. Ja, wir sehen rote Laterne, juhu. Alter Verwalter, leck mich am Arsch. Da wäre ein scheiß Fässer gewesen. Scheiße. Überall! Alter, ich glaube, das lade ich fast nochmal neu hier, oder? Fucking hell. Das hätte ich so schön und easy haben können hier. Einer weniger. So viel scheiß Pistolenmunition hier. Okay, also hier oben könnte ich jetzt überall hoch. Wo? Da hinten, ne? Ja. Okay. So, da muss ich lang. Jetzt, ich guck mir den Bums jetzt hier oben erstmal an. Mich hier reinschleichen können oder was? Scheint fast so, hä? Ich hab's bestimmt auf die beschissenste Art und Weise gemacht, die es nur geht. Würde ich jetzt fast behaupten. So ein Dreck. Geh ich jetzt nicht was Gutes. Siegel mit Perlen und Rubinen. Naja, immerhin. Okay. Immerhin hat es sich auch zerfledert. Na gut. Haben wir alles, oder? Gut, dann gehen wir jetzt die tolle Laterne mal ab hier, oder? Alter Verwalter. Bitteschön. Grüßt euch, Boom. Machen wir hier mal unseren Shortcut auf, ja? Hopp. Wir kommen zurück. Was haben wir hier Feines? Verschlossen. Eine super coole Monstertruhe. Aha, hier brauche ich jemanden. Okeli dokeli. Geht klar.
So. Haja. Lass mich mal kurz gucken hier. Muss ich mal wieder. Komm, zählt ja alles nichts, ne? Kann nichts schaden. Katsching. So. Wo kommen wir jetzt denn hier? Ist da jemand geflüchtet? Bis dahin und nicht weiter. Ada! Ich dachte, du wärst tot. Die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung. 6 Jahre. Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Hahaha. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Hier ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Und weg ist sie. Sie ist die letzte, die ich hier erwartet hätte. Gut, ich weiß nicht, am dritten Tag geht es ja eigentlich um ganz was anderes, oder? Oh. Dass die jetzt gewusst, dass er noch wusste, dass sie lebt? Aber er schien jetzt nicht sehr überrascht. To be honesto. Chairs, Lagerfeuerle. Oh, hier, guck mal. Extravagante Uhr. Schick. Sehr gut, nimm mal die Knarre runter hier. Da haben wir noch ein Steinchen, guck. Lithografiestein. Ich brauche aber noch einen. Hab ich den schon übersehen? Oh Mann. Du bist. Sieht aus wie eine Geheimtür. Das passt uns alles nicht zusammen. So, wo ist jetzt mein drittes Steinchen? Hier oben hängt was Schönes. Ist es hier noch irgendwo? Auf der Streckbank, hier noch irgendwo drin. Da drin wäre Kacke. Hä? Jetzt mal ohne Mist, wo sollte der sein? Oben irgendwo? An irgendeiner Kackwand. Hier, oder? Nee. Ach komm, nimm doch einfach von denen, einen von denen jetzt hier.
So, zur Not bedruckt er hier einfach ein. Das kann nicht so schwer sein. Hier keiner dabei. Ey Leute, bin ich so blind. Da, Lichter. Mein Gott. So. Nee, du passt. Warum habe ich denn den einen doppelt? Was ist denn das für ein Rotz? Vor allem, warum sind die zwei blau und die drei rot? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Kackschild. Warum habe ich denn zwei Schwerter? Ach, warte mal, drehen! Guck! Ah? Ach, warte mal, hier Dings haben wir auch noch. Das ist quadratisch. Aber das ist nicht rot. Dann muss das nicht da rein, sondern hier rein. Ah, okay, 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 okay. Tada! Solche kleinen Details da hier. Müsste passen. Diese Kackratten. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Ja, ist ja sonst nichts, ne? So. Illuminados. Hört das Signal zwischen Bergen widerhallen, zerbröckeln, seht die Flut. Blutrote Farbe des Nachthimmels. Das klingt schon wieder beschissen. Wenn ich early bin. Na klasse. Oh nett. Huhu, ihr kleinen leckerartigen Viecher. Wenn man jetzt wieder wüsste, ne, lohnt sich das jetzt, den Scheiß zurückzutragen? Oh, guck mal, hallo. Und hier reinzugucken. Man hat ja vorher nie eine Idee, was in den Kackschubladen drin ist. Die zerbrechen ja beim ersten Mal. Eine Taschenuhr. Hat sich das jetzt gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Wie viel ist die Taschenuhr wert? Antike Taschenuhr. Was ist denn das? Da muss ein. Das ist ja Rotz. Den und bei dem anderen zwei rein. Einen roten könnte ich noch einsetzen. Na, mal gucken. Hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Würde ich sagen. Ta, 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 ta. So. Ladebildschirm. Juhu. Aua. Alter, was ist denn hier jetzt los hier?
Da, fuck. Ist ja ganz was Neues hier. Ich muss mich mal heilen, Freunde der Sonne. Jo. So. Ein Skirteltier. Ein Armadillo. Ein Ladentier. Hallo, Fremder. Oh Gott. Haben wir doch nicht so eine Angst-Typ, ey. Na, Meister, was hast du denn Feines? Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Noch nichts Neues. Reparieren. Stelle die volle Haltbarkeit. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Nee, du. Kaufen? Nee, lass mich jetzt mal hier. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Tunen. Bei dir bringt's nicht viel. Ja, ich glaube. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ich glaube, bei dir machen wir es auf jeden Fall mal. Zacker. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Hier kriege ich bestimmt bald mal noch eine gescheitere. Hier muss ich halt echt mal die. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Dich muss ich echt mal. Na dann, was kann ich für dich so, tun? Taschenuhr, Spiegel, die achte hier. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Danke. Die kann ich da auch mal verkaufen. Besten Dank. Guck, jetzt sind wir auch schon wieder ganz gut aufgestellt. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Ich stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Oh. Lass ich die Waffen erstmal alle so. Ich meine, ich habe ja noch genug Platz, ne? Jo. Dann wird nur kurz gespeichert. Klick, 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 klick. Willst du mir was sagen? Sie meinte, ein Treffen mit dir reicht ihr. Ich war gesorgt, dass zurückkommen sowieso langsam leiden. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasar Manier spielen. Nach was für eine Manier? Ich hab's was übersehen, nee, ne? Oh, da oben. Mich erwartet. Oh! Hoppla! Wollt ihr immer noch hier? Scheinbar. Geil, wie ich die überhaupt nicht gesehen habe, ne? Hier unten, die Typen. Gut, ist jetzt das alles schon mal hergeballert? Mega. Junge, hör da mal auf, ist ekelhaft. Okay. Money! Was glibbert denn hier rum? Aha, naja, erstmal Haia! Alter, was flutscht denn hier?
durch die Gegend da oben rum. Oh, oh. Okay, wenigstens sind die nach zwei Treffern hinüber. Diese ekligen Teile. Das finde ich sehr schön, dass der hier oben auf mich gewartet hat, bis ich ihm ins Knie schieß. Danke dir. Ha ja. Okay. Okay. Hier oben gehe ich jetzt nicht irgendwo weiter, ne? Nee. Ah, ist hier unten zu. Ist hier unten zu? Nö, ist es nicht. Ah, ich hab. Einmal nach oben. Einmal Haya. Einmal nach unten. Und einmal weiter geht's. Ich lade erstmal nach. Kalink. Hätte ich mir mal noch ein Messer einpacken sollen? Ja, vielleicht. Weg mit dir jetzt hier. Tot, tot, sehr schön. Oh. Okay, Pistolenmuni, sehr schön. Entspann dich. Da weiß ich bis heute noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, mal zu probieren, ob ich das aufschießen kann, das Ding, oder nicht. Also, dass es explodiert, weißt du, brennt. Ihr wisst, was ich meine. Okay, machen wir mal das Ding auf hier. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Eine kurze Frage. Aha, da war ich wieder ein bisschen vorschnell. Eins klein wenig zumindest. Wobei vielleicht nicht zwingend. Nee, komme ich ja gar nicht lang. Okay, wartet mal. Die laden wir mal nach. Aber die 30 Schuss können ja auf jeden Fall nicht schaden. So, dann klettern wir jetzt mal dort hoch. Alle hopp. Einhändig natürlich. Hallo. Oh, wo kommt der denn her? Und auf die Fresse. Sehr schön. So, hier machen wir wieder zurück. Alle hopp. Okay, 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 okay. Okay, da komme ich nur von da drüben rein. Dann mache ich das Ding jetzt auf. Ah
Ah ne, da gehen sie wieder zu. Ich lasse mich jetzt einfach mal unterdroppen. Was soll schon passieren? Alter. Okay, komm ich nicht durch. Sheet. Also, das geht so nicht. Also, da muss Mond sein, dass ich dort durchkomme. Jetzt ist es Mond, jetzt komme ich dort durch. Ja. Okay. Oh ja, klar, jetzt komme ich hier hin. Sehr schön. Dafür hat es sich hoffentlich gelohnt. Oh, da passt einiges drauf. Alli hopp. Jetzt machen wir hier wunderprächtig. Rotes Grau, das ist auch ganz geil. Generator, schick, Tür auf, hopp. Und hopp. Okay. Ach, komm schon. Ihr blöden Säcke, von wo beschießt ihr mich jetzt hier oben? Mhm, funktioniert. Renn! Renn in der Hölle. Weg mit dir. Nicht schlecht, ne? Oh, so. Ah ja. Gut, 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 gut. So, hier komme ich nur durch, wenn der Mond offen ist. Pistolenmunition nehmen wir gerne mit. Ich höre wieder so ein Riesending. Scheiße. Ja, recht hat er. Mir auch. Aber wie und ob wir den jetzt hier bekämpfen und niederkriegen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.